Der SUV hat den Vorteil, dass er auch relativ leise ist. Ja, und schnell. Ja. Nur First Person rückwärts da hoch. Hm. Oh fuck, Mann. Oh fuck. Wer ist der beste Fahrer? Kevin. Was? Ich, Tulu? Ich weiß es nicht. Ich will auch Tulu sagen. Ja, toll. Aber Tulu willst nicht versauen und der Chef. Das kann ich nicht unterschreiben. Nee, dann fahre ich halt schon. Das passt schon. Okay. Arschloch, Bluki. Wie wär's, wenn du den Teamspeak verlässt? Okay, alles einsteigen. Komm. Aber wenn ich fahre, kann ich nicht ins Gear schauen. Ist nichts drin. Nichts drin, ich kann nach hinten rausgucken. Siehst du was? Ja, ein bisschen. Kann ich hier wenden? Versuch's einfach. Vor, zurück. Oh. Fuck. Oh fuck. Tulu, bitte. Wenn du jemals gut fahren wolltest, dann bitte jetzt. Das ist halt schwierig, ne? Ich habe hier keinen dreidimensionalen Blick, keine Schatten, wo ich wirklich koordinieren kann. Ja. Sieht gut aus. Mach weiter so. So, ich guck mal. Also, die Bombingzone ist unten rechts jetzt. Ich habe übrigens immer noch keine Waffe, Leute, ne? Ja. Okay. Du hast eine Machete, das muss uns erstmal reichen. Wow, auf jeden Fall. Egoistisches Arschloch. Fahr erstmal der Straße entlang, bitte. Wir machen das wie gerade. Wir navigieren uns in die Mitte und bleiben auch da. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Essen und so, ne? So viel haben wir nicht. Ja, ich hab nur Medizin-Equipment, aber davon ohne Ende. Wir können uns ja auch gleich austauschen. Wir fahren gleich in die Büsche. Wir gehen auf jeden Fall einmal essen, einmal trinken. Super. Oh, mein Trinken ist schon. Wohin muss ich? Bin ich richtig? Eigentlich müssen wir nach rechts. Aber auf dem Feld bin ich halt lahm, ne? Ja. Ja. Andererseits sind mir diese Außen, das ist zu weit außen, weil es ist mir suspekt irgendwie. Hoppa, hoppa. Okay, rechts bleiben, rechts. Ja, perfekt. Jetzt genau in die Richtung müssten wir. Also noch 17 Spieler. 17? Schon wieder so viele Tote, Alter. Hammer. Merkt man gar nicht, muss ich zugeben. Alter. Ich habe jetzt, glaube ich, erst eine Meldung oder so gesehen. Wir haben wahrscheinlich einfach nicht drauf geachtet. Könnt ihr zum Start fahren und die übrigen Rucksäcke checken oder so? Looten. Ja. Andererseits kommen bestimmt auch andere auf die Idee oder campen da. Grante, wo ist das hin? Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich erstmal in die Büsche hier und tauschen uns aus. Alles als klar. Erstes. Hier in die Bäume, ja. Mutig. Einer überwacht, während der andere austauscht. Also ich pack Medizin. Ist ja, ich pack Medizin ins Auto. Okay. Also jeder packt das, was er über hat, ins Auto. Ich pack mal Munition, die wir nicht brauchen, also die ich nicht brauche, hier rein. Nimm auch 2 Bloodbags bitte, 3. Einmal essen, einmal trinken kann ich abgeben. Sodass jeder einmal mindestens jedes hat. Ich hab Morphin, Bloodbags und Bandagen. Ich übernehme das. Oh mein Gott, ich hab's gedroppt. Ich voll Idiot. Ihr müsst aufpassen, oben vom Turm kann man direkt zu euch runtergucken. Also ist echt kriminell. Am besten ein bisschen in das Auto gehen, wenn es geht. So. Hat jemand eine Handfeuerwaffe mit Muni für mich? Ohne Muni. Möchtest du die Winchester haben, Tulu? Nee. Du bist viel zuverlässiger als ich. Ja, so, also ich nehme zweimal Bloodbag raus. Und ich nehme 2 Bandagen raus. Yep. Wie viele Bandagen hat jeder? Ich habe keine. Oh Mann. Okay. Ja, dann tue ich noch eine rein für Kevin. Dann sind wieder 2 drin, oder? Ich nehme einmal Morphium raus. So Medizinzeug bin ich ausgestattet. Und zwar großzügig. So, Kevin, 2 Bandagen sind da für dich. Dankeschön. Brauchst du noch trinken? Nee, ne? Einer müsst absichern, wenn es geht. Essen, trinken habe ich genug. Ich sichere mit Machete ab. Schwing, schwing, schwing. Schwing, Titte. Gut, kann weitergehen. Okay. Decky, Titte. Du schau noch mal ins Gear, wenn du was nehmen willst, nimm. Nee, ich bin leider fertig. Ja, das leider für deine Freundin oder? Nee, für deine Mutter. Weiter geht's. Komm, wohin? Was mit den 2 Bloodbags? Kevin, kannst du Bloodbags noch nehmen? Die Bombingzone wurde relativ in die Mitte zentralisiert, aber nicht so in die Mitte. Zentralisiert. Tut mir leid, ich drück mich zu akademisch. Wir sind wissenschaftlich anerkannt. Wisst ihr was? Ihr habt Eier aus Stahl. Behindert? Lass das mal, wirklich. Wieso? Ich bin unbewaffnet. Mich schießt keiner an. Lass mal bitte. Was? Lass mal bitte, mein Freund. Wir brauchen eine Stadt, Essen und Trinken noch einmal. Dass wir ausgestattet sind fürs Finale.
Also ich habe jetzt noch dreimal Essen und dreimal Trinken. Warte mal, was mir gerade einfällt. Wollen wir hier nicht wieder die Hallo. Ja, Brandlupen von letzter Mal? Finden wir die wieder? Ja. Hier wird... Habe ich gerade Granatenwerfer-Schüsse gehört? Wollen wir nicht anhalten? Ja, soll ich? Ja. Du laberst ja nur Bullshit die ganze Zeit. Wieso laber ich Bullshit, Mann? Keine Ahnung, weil die Katze aus dem Arschloch stinkt. Was? Das kann ich übrigens bestätigen. Ja? Hast du eine? Ja, selbstverständlich. Ah. Okay, stopp. Alle Mann raus. Wahrscheinlich wieder nichts gespawnt für uns Idioten, weil wir hier wieder ein bisschen reingefahren sind. Ja. Oh. Es wird gebombt. Ja. Und Zombies stöhnen. Ist aber in den Norden gekommen. Hier ist ein Skin und ein Binocular. Trinken, essen. Nur trinken meine ich. Ich bin da. Dafür mal Wasser, Berg, ich nehm's mit. Ich krieg, da oben liegt auch noch Trinken. Nimm das mal mit. Ich kann nicht, warum kann ich kein Gear aufnehmen? Achtung, es könnte sein, dass ein Zombie reinkommt. Ich hab mit der Machete gehauen. Hier ist Munition für die Pistole gerade. Nice. Udo. Welche Pistole? Pistole, die ich reingepackt habe ins Auto. Super. Nimmst du die oder was machst du da jetzt? Ja, ich hab die Munition mitgenommen. Okay. Pack sie gleich ins Auto. Jo. Okay. Den Essen wäre noch cool. Was haben wir hier noch? Nur Müll. Also ich hab noch dreimal Essen. Also einmal kann ich locker abgeben. Vielleicht haben wir dann doch ganz gut. Und viermal trinken haben wir insgesamt noch. Okay, ich glaube, wir sind eigentlich doch ganz gut ausgestattet. Achtung, Zombies. Wobei, ich glaube, die buggen da. Hier ist auch nichts. Dann gehe ich mal dieses einzelne Haus da oben noch. Ich habe die Pistolenmuni reingepackt, ne? Alles klar. Zombie kommt. Leg mich. Ich würde mich gerne bald wieder auf den Weg machen. Ja, gleich, ein Haus noch. Alter, irgendeine SD-Pistole. Bitte seine Browning HP, aber ich habe keine passende Muni. Oh fuck, das geht nicht auf. Naja, das geht auch nicht. Wollen wir dann? Moment, ich komme zurück. Hat einer die Häuser hier oben gecheckt? Au! Haut mich ein Zombie durch die Wand! Alle beim Auto? Nein. Bin oberhalb vom Auto im Busch. Ein bisschen Overwatch gegeben. Okay, wer bist du? Ich jongliere hier schon mit dem Haufen Zombies. Zack, 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 zack. Ich bin auf dem Weg zum Auto. Gut. Machetenmann! Kann man hier im Auto geschlagen werden? Weiß nicht. Okay. Machetenfrau. Alle mal rein. Oder alle Frau rein. Bin drin. Ciao. Nur bei dich. Und los. Nice. Wunderbar. Okay, also, wohin könnten wir denn? Wir fahren wieder am besten Offroad jetzt langsam, ja? Dafür ist die Kiste nicht gemacht, Mann. Geradeaus, 1800 Meter. Ja, durch die Steinwände. Fahr mal drumrum irgendwie. Wo sind wir hingefahren? Rampeln in den Norden, in den Süden? Ich probier uns irgendwie in die Mitte zu lotsen. Die Mitte? Soll ich jetzt hier Offroad fahren, ja? Das ist dein Ernst. In genau die Richtung müssen wir. Nein, fahr nicht Offroad. Nein. Ich sehe ja nicht mal was. Ja, fahr eine Straße entlang. Aber wir fahren jetzt den Turm hier rauf. Ja. Wollen wir das Auto hier stehen lassen? Ich befürchte, das ist ein Einweg. Wollen wir das Auto hier stehen lassen, Jungs? Ja, vielleicht schon. Hol dir mal die Pistole erstmal aus dem Auto, ja? Stimmt. Aber nicht hier. Guckt euch mal um, bitte. Ich stelle mich hier in die Bäume. Oh. Was? Wir müssen raus aus der Mitte, glaube ich. Ich hol mir jetzt die Waffe. Nehmt euch alles mit, was nützlich ist. Wo ist das Mac? Da ist kein Mac. Natürlich ist ein Mac drin. Doch, eins. PDW weg. Okay, laufen wir jetzt dann doch, oder was? Ja. So, warte mal, wir sind da immer noch ziemlich an der Küste. Was ist das denn hier? Warte ich mal da schnell dahin. Wir müssen in die Richtung, Jungs. Also ich versuche uns jetzt wirklich in die Mitte wieder zu lotsen. Halbwegs, du bist ja? Lee Enfield, ne? Ja. Wir müssen rechts am Turm vorbei. Seid ihr schon losgelaufen? Ja. Nice. Warte mal, ich muss mal essen und trinken. Sehe ich gerade. Ich warte noch ein bisschen. Ja, ich warte auch, bis es blinkt. Ja, gut. Überzeugt. Zumindest mit dem Essen. So, hier sind wir auch wieder sehr offen. Zumindest an der Seite.
Sehe ich leider nicht mehr. Ach, hier, doch. Okay. Weg. Da höre ich den Osprey wieder. Ja, der kann ruhig mal was abwerfen hier bei uns. Finde ich auch. Das wär's, ne? Das wär richtig nice. Mal gern was anderes wie die Machete. Warst du wieder? Eine Machete ist nicht schlecht, Mann. Wir können uns vor Zombies befreien. Na toll. Das ist wichtig. Ich fühle mich aber nicht wohl damit. Ich würde eher auch lieber eine Sniper haben wie letzte Mal. Wir sollten lieber eine Baumreihe hochlaufen, wie auf offenem Feld. Mm. Das ist schon gefährlich. Eine DMR und wir sind auf jeden Fall weg. Ja. Das ist einer von uns. Die Baumreihe ist halt ganz weiter hinten und endet. Mhm. Und hier vor uns kommen Bäume. Ich glaube, das passt schon. Alles klar. Und Loki, bist du nervös, aufgeregt? Macht Spaß? Total, ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich spiele nebenbei Lingo. Was, Bingo? Lingo. Ja. Lingo, Bingo. Bingo, die alte Rentnerin. Bingo! Verliere euch langsam aus den Augen, Leute. Und direkt hinter dir. Mein Booty ist so groß. Ach, da hinten. Einer ist hier vor mir, dem folge ich. Eieiei. Grande Cojones, da seid ihr doch beide. Puh. Wieder ein Osprey? Yep. Schon, also ich kann Osprey nur so viel sagen. Will, dass ich eine Waffe krieg. Um mal vielleicht ein kurzes Fazit schon mal zu ziehen von der Mod. Es ist ja Hammer. Oder? Echt Hammer. Ist echt Hammer. Aber es ist auch genauso anstrengend, dieser Druck. Ja. Obwohl, warum unfassbarer eigentlich? Druck. Warum eigentlich? Scheiße, wo seid ihr hin? Habe ich verloren. Stehen bleiben, noch 10 Minuten an der Straße. Ja, gehen wir zur Straße. Hier, siehst du mich? Hier, hallo. Ja. So. Ah, ich sehe. Kevin ist hier. Ah, da hinten. Alles gut. Uff, wir müssen jetzt, Freunde, in die Richtung hier, 1300 Meter. Warum läufst du geduckt? Ach so. Sichtschutz gibt's hier nicht. Einfach, weil ich mich selber nicht sehe und das sehe, dass ich geduckt laufe. Mit deinem Arsch komme ich so gar nicht klar. Was, Kevin, was? Ich trinke noch kurz was. Ach so. Erst wenn es blinkt, trinken am besten. Ja, es hat schon, war komplett klar und hat geblinkt. Okay, sehr gut. Das weibliche Atmen, das nervt mich echt, muss ich sagen. Oder? Ja, es ist schon ein bisschen aufdringlich. Ja, echt penetrant, ja. Aber ich sag mal, wenn es ein anderer Spieler herläuft, ist es wirklich nicht schlecht. Also. Stimmt, du kannst ja Männerstöhnen von Frauenstöhnen unterscheiden. Ja. Und zweitens sehen wir, da ist ein anderer, können wir direkt drauf schießen. Und müssen nicht sagen, wer ist. Ja, ich glaube, das ist so gut, wenn das nicht so viele nachmachen oder auf Weibchen machen, ja, dann würde ich da mit dem Kompromiss leben können, eine Frau spielen zu müssen. Ja, stimmt. Ich auch. Eigentlich eine schlaue Idee, warum machen wir das nie in Aufnahmen? Ja, weil das sonst eigentlich andere immer machen. Ja, stimmt. Wir wollen das auch eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht als Frau spielen. Wer will das schon? Ich? Oh, sag sowas nicht. Nein, ich meine jetzt, wenn man selber nicht eine Frau ist. Also ich will immer nur das Geschlecht spielen, was ich... Otsmat Ibo Mohammed. Otsmuts Mohammed. So Super Saiyajin. Was gilt? Es ist gestorben. No way. Ist das jetzt ein Spaßname oder ist das ernst? Das kann durchaus... Schau mal, da hinten sehe ich so eine Starry-Kugel. Ein türkischer Name. Also wir sind auf dem Weg in die Mitte. Nicht vielleicht bei dieser Starry-Kugel? Da waren wir mal, ja. Da wollen wir uns mal treffen, glaube ich, am Anfang, vorhin. Ja, aber sind da nicht Aufnahme. In der Nähe auch die Baracken? Ja, das ist ein Hafen, am Hafen. Aber da wollen wir jetzt nicht hin, oder? Weil der Hafen ist mir zu unsicher langsam. Jetzt kommt gleich der Kreis dazu. Irgendwann. Ja, aber 800 Meter vor uns ist auf jeden Fall der Punkt, der ungefähr in der Mitte ist. Aber ich glaube, ja, eigentlich ist das recht. Unbewaffnet, zu unsicher. Wir sind nicht gut bewaffnet, das ist das Problem. Also es geht. Wow, war das laut. Ich wette, der ist irgendwie wegen der Bomben gestorben. Oh ja, das kann sein. So, bam, das war's. Schau mal schnell hinter uns.